Er wollte der nächste Dirk Nowitzki werden, ging nach dem Abitur nach Amerika, um Profi-Basketballer zu werden. Es kam anders. Julius Vandela lernte den späteren Präsidenten Barack Obama kennen und wurde 2008 Mitglied in dessen Wahlkampfteam, als einziger Deutscher. Nur 4 Jahre später leitete Vandela dann hauptamtlich den Bereich Wählermobilisierung im Schlüsselstaat Ohio. Zurück in Deutschland brachte er seine Erfahrungen als Berater in den Bundestagswahlkampf 2009 ein. Vandela sieht beim Thema Wahlkampf klare Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Ich glaube, die Mentalität in den USA ist nochmal eine ganz andere. Es ist dieses Prinzip Trial and Error. Wir probieren schnell was aus, schauen, ob es funktioniert und dann skaliert es. Amerikanische Kampagnen, egal ob es die Obama-Kampagne war oder auch Trump oder Clinton, sind im Endeffekt wie kleine Startups, die schnell und klein anfangen und dann, wenn es erfolgreich ist, natürlich enorm skalieren. Insofern Trial and Error, was ausprobieren, wenn es gut läuft, dann mehr davon. Und was erwarten Sie jetzt für 2017 für Deutschland? Also werden wir den ersten Wahlkampf haben, der auch auf so eine moderne Art geführt wird, wo soziale Medien eine größere Rolle spielen, wo Daten eine große Rolle spielen, oder kleben wir hier weiterhin Plakate? Ich glaube, dass auch Daten und soziale Medien in den letzten Wahlkämpfen auch schon eine Rolle gespielt haben. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Rolle? Plakate wird es in diesem Wahlkampf definitiv auch geben, aber ich kann mich erinnern, im 2009er Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf damals, haben alle nach der erfolgreichen Wahl von Obama gesagt, das wird jetzt der Social Media, das wird der erste digitale Wahlkampf auch in Deutschland. Und klar, die Ressourcen im deutschen Wahlkampf sind deutlich kleiner. Natürlich auch die Affinität damals zumindest war noch eine kleinere. Aber in diesem Wahlkampf 2017 setzen klar alle Parteien auch auf die digitalen Medien. Nochmal, die Frage ist, wie stark und wie lange hält sich das Plakat in der Herangehensweise noch, wie es in den letzten Jahren immer war. Aber Sie haben es jetzt schon mal angesprochen, können sich deutsche Parteien denn eigentlich so einen gut geführten digitalen Wahlkampf überhaupt leisten? Es heißt ja oft, der digitale Wahlkampf ist fast kostenlos. Man braucht nur die richtig clevere Idee und schon geht das Ganze viral. Ja, das ist natürlich ein Trugschluss, obwohl natürlich auch Ideen essentiell sind. Wenn man sich so den Obama-Wahlkampf oder auch den Clinton- oder Trump-Wahlkampf anschaut, da stecken natürlich gigantische Ressourcen drin. Es wird immer darüber gesprochen, wie in den USA die Zielgruppen so genau definiert werden und dann auch mit unterschiedlichen Botschaften angesprochen werden. Ja, das ist das eine, die Zielgruppen zu segmentieren. Wir müssen aber gleichzeitig noch die ganzen Materialien für die unterschiedlichen Zielgruppen erstellen. Und das kostet natürlich Geld, das ist intensiv. Wenn ich nicht nur sage, ich habe 2 Zielgruppen, sondern plötzlich 20, bedeutet es halt auch 20 unterschiedliche Bilder, Videos und Sonstiges. Das muss erstmal produziert werden. Wenn ich denn jetzt die ganzen Daten habe und es wirklich viele Informationen über meine potenziellen Wähler zusammengesucht habe, ist der Sieg dann schon sicher? In keinster Weise. Ja. Daten werden niemals Wahlen gewinnen. Taktik wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, es ist ein extrem knappes Rennen zwischen 2 fast gleichwertigen Kandidaten. Daten, wie gesagt, können die letzten 2-3% rausholen. Wenn es darum geht, die Wählerinnen und Wähler, die mich unterstützen würden, wenn sie denn nur zur Wahl gingen, die nochmal wirklich zu identifizieren oder auch zu mobilisieren, dafür sind die Daten wichtig. Aber ansonsten ist der Kandidat und die Botschaft das, was zählt. Auch im deutschen Wahlkampf werden ja die sozialen Medien immer wichtiger und es wird alles immer kurzlebiger, schneller. Twitter ist so ein Medium, was natürlich auch von deutschen Politikern viel genutzt wird. Wenn ein deutscher Politiker zum Beispiel 100.000 Follower auf Twitter hat, also doch recht wichtig erscheint, wie viel hat er denn dann in Wirklichkeit? Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wie viel dann wirklich echte User sind, wie viele irgendwelche dazu gekauften Profile sind oder einfach irgendwelche Fakes sind, was natürlich da ist. Das Wichtige, egal ob es Facebook oder Twitter ist, ist nicht die Anzahl der Kontakte. Die Frage ist natürlich A, wen erreiche ich dort und B, was ist das Engagement? Also wie viele Leute machen da auch wirklich mit, wenn ich irgendwas twittere? Deutsche Parteien und Politiker sollten diese ganzen Medien nutzen, um natürlich auch ihren eigenen Kanal aufzubauen, den direkten Kontakt zu den Wählern zu nutzen. Das ist das, was in den USA effektiv gemacht wird, direkt an den Medien auch vorbei zu kommunizieren, im Endeffekt die eigene Filterblase aufzubauen, um ungefiltert direkt mit den eigenen Unterstützerinnen und Unterstützern kommunizieren zu können. Sie haben die Filterblase jetzt angesprochen, die gebildet werden muss. Welche Partei ist denn darin am besten in Deutschland? Als externer Beobachter, der natürlich auch darüber liest, was alles berichtet wird, scheint die AfD doch schon ein recht umfangreiches Netzwerk zu haben. Im Wahlkampf, aber das gilt auch für die sozialen Netzwerke, gilt das Motto, keine Mobilisierung ohne Polarisierung. Ja, ich glaube, gerade in den sozialen Netzwerken, eine Botschaft, die ausgewogen ist, alle Seiten beleuchtet, ist nichts, was retweetet wird oder irgendwelche Reichweiten generiert. Insofern, anecken, polarisieren, klare Kante zeigen, ist essentiell. Ich glaube auch, das ist das, was wir in der heutigen Zeit sehen wollen, zu sagen, wofür steht diese Person denn eigentlich, wofür steht sie auch nicht. Und ich glaube, das muss jeder Kandidat artikulieren.